Aufnehme! 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 Ach ja. 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 Oh, ihr seid ja auch schon da. Das haben wir überhaupt nicht kommen sehen. Ich habe gerade gar nicht den Startknopf gedrückt. Nein. Aufnahmeknopf? Nee, und ich doch nicht. Es ist, war nicht zu erwarten, dass hier so viele Menschen hier sind. So. Ja, genau. Vor allem so viele Zuhörer wie die. Ganz stimmt. Und weil ganz das das Beste ist, wir haben jetzt die 100 Aufrufe. Nein. Die 100 Aufrufe ist das erste Video. Doch, ja. Habe ich mir auf Instagram auch gepostet. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Voll übersteuert, aber hey, da ist mein Bröstchen. Darf erst mal ein Bröstchen, genau. Yay. Yay. einfach so ein Millennium-Glas angestoßen. Ja, normal. zumindest. Ich brauche erstmal einen Bierwärmer. Genau, einen Bierwärmer. Ja, ja um fast schon ins neue Thema einzusteigen, aber erst einmal noch, bevor wir das machen, herzlichen Dank an alle, die uns bis dato begleitet haben, die auch die erste Folge sich angeschaut haben. Und ja, cool, dass wir inzwischen schon eigentlich sagen können, ja, wir haben fast 100 Aufrufe. Auf jeden Fall. Wir haben 100 Aufrufe, das ist ein Fakt. Ja, gut, wahrscheinlich sind es so 2, 3 vielleicht auch von uns. Daher sind es nicht genau 100, die sich wahrscheinlich unser Video angeschaut haben. 100 einzelne, aber das müsst ihr ja nicht wissen. Genau. Ja, aber du sagtest bereits Bierwärmer, nicht? Ja, unser heutiges Thema wird nämlich sein: sinnlose, nutzlose Gegenstände aus dem Alltag oder generell. Eventuell machen wir noch ein paar Bewertungen, je nachdem, wie lange wir brauchen. Also und Bewertungen zu den Google Gegenständen gibt es auch. Google und Amazon-Bewertungen sowie Bewertungen für diese Gegenstände, zumindest Beschreibungen. Mhm. Ich würde direkt mal einsteigen. Also, ich weiß nicht, ich glaube, Tim wird auch noch ein paar Bilder verlinken dazu. Also, generell das auch jetzt im Video. Noch zeigen, genau. Zeigen. Da haben wir einmal den Bierwärmer, rostfrei und in Klammern in den meisten Fällen nutzfrei. Ja, es ist einfach ein Aluminiumstab, mit dem man Bier wärmen kann. Unter dem Bild steht auch, wo wir schon beim Thema Schlucken sind. Ein kühles Getränk sorgt gerade in heißen Tagen für die perfekte Erfrischung. Der Sinn, beispielsweise ein Bier, eine Limonade oder ein Wasser vor dem Genuss zu erwärmen, erschließt sich nicht uns ganz. Mhm, ja, durchaus. Ja. Ja, ja, Bierwärmer, was? Ein Bierwärmer. Also, die frage ich mich grundsätzlich, wer kam eigentlich auf diese verruchte Idee, sich zu überlegen, okay, normalerweise kaufst du dir ja, wenn du dein Bier gerne kälter haben möchtest, so einen kleinen Swimmingpool, das gibt's ja durchaus, machen ja gerne so diese Malle-Touristen, das ist ja sehr populär, dass du dir ja da so einen Aufblas-Swimmingpool irgendwie holst, dann Wasser reinfüllst und dann das Bier reinlegst, damit es kalt wird, ne? Ah, okay. Gibt es durchaus. Das ist dann die eine Richtung. Die andere ist es dann, sich so Bier wärmer zu holen und an kalten Tagen dann ein warmes Bier zu trinken. Warum? Keine Ahnung. Es gibt anscheinend beide Richtungen. Es gibt auch diesen guten Spruch hier. Es ist, wenn du Bier angeboten kriegst, ist es scheißegal. Deine Lieblingsmarke ist gratis. Dicht gefolgt von kalt. Also, Leute. Ja, genauso wie meine Wohnung, ne? Kalt. Dein Herz. Und mein Herz. Ja, apropos Getränke. Es gibt wirklich, das ist kein Scherz, der dem Bild nach, wahrscheinlich auch jetzt direkt wieder hier angeblendet, im asiatischen Raum ein Diätwasser. Ein Diätwasser? Mhm. Ja. Und was sollen da für besondere Inhaltsstoffe, Kalorien? Ach so, ja, also darüber habe ich ja nie nachgedacht. Was 3 Euro mehr. Ja, genauso wie dieses Fidschi-Wasser, was es ja auch gibt. Ja. Diesen Trend habe ich grundsätzlich nicht verstanden, dass viele vor allem sehr lange dieses Fidschi-Wasser so total gehypt haben. Die unterstützte Ausbeutung. Ja, obwohl das faktisch einfach ganz normales Wasser aus einer ganz stinknormalen Quelle war und gar nicht mal wirklich nachgeprüft werden konnte, ob das Wasser denn wirklich von den Fidschi-Inseln stammt. Ja. Und selbst wenn es der Fall wäre, inwiefern unterscheidet sich das jetzt von gewöhnlichem Wasser aus regionalen Quellen? Ja, hast du auf chemischer Ebene gar nicht. Also gut, ich weiß nicht, gibt es da irgendwelche besonderen Mineralien, die mit dem Wasser zugesetzt werden? Also das frage ich mich sowieso grundsätzlich. Oder ist da ganz viel besonders wie Uran oder Kohle oder sonst was? Weiß man ja nicht. Diätwasser. Diätwasser, ja. Was? Gute Frage auf jeden Fall, gute Frage. Ja. Ja, aber das finde ich ja trotzdem ganz interessant, dass man zum einen so viel Geld für so eine Marke ausgibt, zum anderen dann aber gleichzeitig seinen CO2-Abdruck damit nochmal immens steigen lässt, nur weil man sich so einen Scheiß angeschafft hat. Da wären wir schon wieder bei Lebensmitteln, ne? Mhm. Ja. Da sind wir schon wieder bei Lebensmitteln, ja. Aber welche Folge ist das gerade? Folge 14. Siehst du, nach 14 Folgen sitzen wir immer noch hier. Und immer noch kein Sponsor. Oh. Apropos Sponsor. Mach Werbung.
Genau. Ja, NordVPN hat uns leider nicht gesponsert. Schade, schade. Genauso wenig wie irgendwelche anderen. Was ist noch so populär? So Etoro oder sowas? Diätwasser. Genau. Ganz ehrlich, von welcher Marke ist das? Diätwasser. Heißt sie so? Diätwasser, die Marke. Da steht oben drüber Sopporo, glaube ich. Also seitens des, also S-Stern-P-P-O-R-O. Mhm. Weißt du, was wir mal machen könnten? Wir schreiben die einfach mal an und fragen, ja, können wir für euch Werbung machen? Kannst du Chinesisch? Nee. Ja, ich auch nicht. Ich kann Englisch. Die Engländer. Die Chinesen kriegen das bestimmt auch alle noch hin. Wo wir gerade schon bei China sind, ich habe auf unsere Recherche eine geile, richtig gute Google-Rezension gelesen. Mhm. Da hat einer China eine Google-Rezension geschrieben. 4 Sterne. Wir erinnern uns daran, die chinesische Fahne hat 4 Sterne, neben dem einen großen Stern. Mhm. Überfüllt mit Chinesen, Ausrufezeichen. Das war's. Denke ich mir aber auch immer. Immer diese verdammten Chinesen, die stellen einem die gesamte Sicht immer. Dauerhaft. Das gleiche geht es auch noch für Japan. 1 Stern, voll mit Japaner, nicht schön zu genießen. Das hätte gerade von mir so eine Rezension sein können, weil ich persönlich schreibe auch hobbymäßig solche Fun-Rezensionen zu allem möglichen, unter anderem schon so für das Auswärtige Amt habe ich schon eine ganz tolle Rezension geschrieben oder so. Die da wäre? Ich müsste raussuchen. Machen wir für eine andere Podcast-Folge, aber ich habe da auf jeden Fall einige geschrieben. Unter anderem auch für die Botschaft in den also die US-amerikanische Botschaft in Deutschland, also in Berlin, habe ich schon eine schöne Rezension geschrieben, die mit Kapitalismus, Bourgeoisie und all den ganzen Quark. Können wir es mal zu Gemüte führen? Zu Pazifik, Zeitpunkt. Planet Erde, 1 Stern ist mir zu blau. Ja. Comedy. Gold. Okay. Gold. Gold. Genau. New Achieved Comedy. Yeah. Ach ja, kommen wir zum nächsten sinnlosen Gegenstand meinerseits. Mhm. Der da wäre, rate mal. Ja, rate mal. Keine Ahnung, so ein Gurkenfinger? Nein, das nicht. Okay, ich habe es euch da so eingefunden. Oh Mann, nee, ich meinte, dass ich nicht Regenschirme für Schuhe. Ah, der, okay, ja, der Klassiker, oh, ja, klar. So was. Ah ja, wenn du keinen Regenschirm hast und ich möchte, dass deine Schuhe nass werden, dann holst du mir halt. Ich schmeiß mich weg, ohne Witz. Ja. Ich schmeiß mich weg. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Genau. Nee, aber da gehe ich gleich dann auch kurz ein mit einem meiner tollen Gegenstände, die ich gefunden habe. Es ist wirklich Plastikgurke, die du dir über den Finger stülpst. Und warum? Der Preis beleuchtet sich auf 9 Euro und da gibt es natürlich auch ganz schöne Amazon-Rezensionen zu, die da lauten, zum Beispiel, Zitat, das hat mir wirklich noch gefehlt in meiner Sammlung von Dingen, die man sich irgendwo drauf oder reinstecken kann. Alter! Das fängt schon mal gut an. Pass auf. Nach Tomaten für die Augen, die Frikadelle fürs Knie, abkaufbarem Ohr, Stock für den Arsch und Fußkäse, jetzt also endlich die Gurke für den Finger. Einfach nur cool. Jörg am 18. September 2014. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich weiß es nicht. Und dann andere Rezension. Diese aus Kunststoff gefertigte Gurke erfüllt zwar alle Erwartungen, die man an einen Gurkenfinger hat, nur leider muss noch am Geruch gearbeitet werden, da diese einfach nicht authentisch ist. Aus diesem Grund stecke ich mir immer wieder gerne eine klassische Spreewaldgurke auf den Finger. Was ist eine Spreewaldgurke? Eine Spreewaldgurke, kennst du nicht? Nö. Ist auch egal. Kommen wir zum nächsten Gegenstand. Ein Goldfischwalker. Und das ist genau das, wonach es sich anhört. Es ist ein fahrbares Aquarium. Mit so einem Stange zum Ziehen dran, wie von einem Bollerwagen. Ja. Aha, okay. Ja. Ja, das Bild seht ihr jetzt gerade und ich bin auch ein bisschen irritiert. Kannst du mir das Bild gerade kurz mal zeigen? Was ich mich dann frage, ist, warum sind das so zwei Ebenen? Was ist da auf der unteren? Das ist einfach so freihängend. So, ja, ich habe einfach keine Ahnung. Das sind einfach Gewürzgurken. Ja. Spreewälder Gurken, das sind Gewürzgurken. Okay. Weil die auch auf den Finger passen. Genau, deswegen, weil sonst ergibt das ja keinen Sinn, wenn du so eine riesige, normale Gartengurke aufstößt. Mein Gott, ja. Okay, kommen wir zum nächsten Gegenstand, den ich persönlich sogar ziemlich praktisch finde, nämlich die Klettfresse. Mhm. Es ist einfach ein Klettding, was du dir wie so einem Helm ähnlich diese Träger so um den Kinn machst und so wie so ein Stirnbandmäßig so. Und du kannst einfach allen möglichen Kram da mit Klettzeug dran pappen. Und das finde ich irgendwie genial. Aha. Ich habe auch was Tolles. Raumspray Chicken Soup. 250 Milliliter zur Raumbeduftung mit Hühnersuppenduft. Wie geschmacklos ist das denn bitte? Vergiss Lavendel. Mit dieser Raumspray riecht deine Bude immer nach Hühnersuppe. Wie geschmacklos ist das denn? Ich weiß es nicht, aber die Rezensionen, die sind auch ganz amüsant. Das war Anspielung auf
ist Essensgeruch und geschmackslos. Ich hab's schon verstanden, ich fand's einfach nur nicht lustig. Ach so, ja. Ich fand's einfach nicht lustig. You've achieved comedy. Ich fand's partout nicht lustig. You've achieved comedy. Okay. Zitat. Wir bestellen mittlerweile so viel bei Amazon, dass wir gar keine Zeit mehr zum Kochen haben. Oh ja, das fängt immer gut an. Ja. Zum Glück gibt's bei Amazon auch Dosensuppen zu bestellen, sonst wären wir längst verhungert. Die zippen wir auf und trinken sie direkt kalt aus der Dose. So geht keine wertvolle Bestellzeit verloren. Jetzt mit dem Hühnersuppenspray riecht es sogar wieder wie früher. Als hätten wir richtig was gekocht. Danke, Amazon. Super. Vom Rumpelstilzchen am 2. Januar 2014. Ja, geil. Ja. Wolltest du schon immer mal einen Stein als Haustier haben? Mhm. Dann geht es jetzt in Petrock mit USB-Kabel aufladbar. Okay. Hat es sie nicht auch gestört, dass die Welt zu wenig nach Hühnersuppe riecht? Ja, genau. Es hat sie gestört. Aber nun gibt es endlich Spezial Aerosol Duftspray Chicken Soup zur Beduftung mit Hühnersuppenduft, um mehr Suppe in ihr Leben zu bringen. Stört es sie, dass das frisch geputzte Bad nach frischer Zitrone riecht? Natürlich, wir nicht. Einfach sämtliche Flächen mit dem Spray einsprühen und schon haben sie das Gefühl, als würden sie in einer Hühnersuppe baden. Kannst du jetzt bitte hier mal so ein Bild von dem Schauspieler, da Kylo Ren? Adam Driver. Ja. Kannst du hier bitte an dieser Stelle einfach diesen Clip von Adam Driver einblenden, wo er sagt so, good soup. Ist das ein Driver gewesen? Ja, ist ein Driver gewesen. Welchen Film war denn das? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, den Clip hätte ich gerne jetzt an dieser Stelle drin gehabt. Soup. Good soup. Good soup. Das hätte ich gerne an dieser Stelle drin gehabt. Oh Gott, die Folge, die wird so überladen mit irgendwelchen Bildern. Also und Memes, mit Bildwitzen. Bildwitzen. Die wir hier forcieren. Ja. Ja. So, dann kennst du schon das Fußfahrrad. Kennst du schon das Fußfahrrad? Ob ich was kenne? Das Fußfahrrad. Das Fußfahrrad? Was ist damit? Das ist ein Fahrrad, wo halt einfach Räder ganz normal sind, aber halt statt unter dir mit Sattel halt einfach über drüber. Und wusstest du, es gibt eine Bacon-Zahnpasta? Zahnpasta mit frischem Bacon-Geschmack, Preis 10,79 €. Vegetarier. Wer diese Zahnpasta probiert hat, sobald die Creme den Gaumen erreicht, hat das Bedürfnis, sich zu übergeben. Mein Kumpel sofort in meine Badewanne und ich ins Waschbecken. Kotzcreme wäre der richtige Name. War echt lustig, aber empfehlen kann ich sie nicht. Sie schmeckt nach ranzigem Fett und hat auch keine kleine Schutzfolie an der Öffnung, wie es bei uns so üblich ist, drauf. Auch zum Streichelspielen würde ich sie nicht empfehlen. Schulze am 8. Dezember 2014. Das war von 2014, okay. Wunderschön. Ja, so, eine Geschenkidee für den nächsten Geburtstag, wo du nicht weißt, was du schenken sollst. Eine Dose nichts. Da habe ich aber auch eine ganz interessante Story dazu. Es gab in den USA in den 80ern gerade so ein großes Star-Wars-Hype. Ah, das tut einfach weh. Sind wir bei Star Wars? gab es tatsächlich auch mal so eine Action-Figuren-Sammlung. Solche, ich weiß nicht genau, was das für eine Marke war, bestimmt von Mattel oder so. Wo du halt so kleine Figürchen hast in so in diesen Schaufenstern, in den Plastikschaufenstern, die du halt so aufgemacht hast, die eben von der Pappe so getrennt hast und dann hast du halt deine Figürchen da gehabt. Konntest du dann aufstellen, konntest mitspielen. Und da gab es eine Limited Edition von mit der Macht. Und da war nicht drin. Das Bild kenne ich. Kennst du das? Ja, genau, The Force, ne? The Force. Genau. Du wirst es nicht glauben, das Ding wird teilweise aktuell gehandelt zu Preisen, die jenseits von Gut und Bösen sind. Nichts drin. Weil da nichts drin ist, genau. Aber einfach dieser Sammlerwert, wie diesen April-Scherz im Prinzip, das ist einfach so absurd und dämlich. Nee, wirklich. The Force. The Force. Ja, normal. The Swords. The Swords. The Swords. So, kommen wir weiter zu dem Federhammer. Federhammer. Taugt okay. Nur bedingt als Werkzeug. Der Federhammer. Also ja, ein Hammer mit einer Feder als Ja, das Alterung. Ist in der Mitte so eine Feder drin und da, ja, ja. Cool, damit kannst du bestimmt gut arbeiten. Ja. Der Hammer zählt zur Grundausstattung eines jeden Werkzeugkoffers. Ein wenig handwerkliches Geschick kann beim Hantieren auf keinen Fall schaden. Ganz im Gegenteil sogar. Für den Federhammer braucht man jedoch eine ganze Menge davon. Denn sein Griff ist zweigeteilt und wird auch noch von der flexiblen Metallfeder getrennt. Ah, aua. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen so an diese alten. Rat mal, wo es das gibt. Wie? Ja, wo man das Ding kaufen kann. Pff, Amazon. Natürlich, wo sonst. Wirklich, also Amazon kann sich jeden Scheiß kaufen. Genauso wie eine Warnweste für Hühner. Das hatte ich auch. Mann, die Warnweste für Hühner hatte ich auch schon. Und die Beschreibung ist komplett geil. Gott. Dieses Produkt braucht nun wirklich gar kein Mensch. Hühner womöglich schon. Ja, well, you've got a point. Denn laut Anbieter, der sich passenderweise Omelette nennt, verbessert die neongelbe Warnweste speziell für Hühner sich nicht nur die Sichtbarkeit selbst aus der Luft, sondern bietet darüber hinaus exzellenten Komfort und Schutz vor Kälte. Naja. Ich habe noch einen anderen wunderbaren Geschenk-Geheimtipp
Waschmaschinen-Impression, round and round. Oh, Washing Machine Impressions. Die laufende Waschmaschine auf ihrem Bildschirm. Der Wahnsinnsknüller. Was ist das? Eine ganze DVD mit den besten Szenen aus verschiedenen Waschgängen. 72 Minuten feinste Unterhaltung. Was zum Donner? Ja. Ich habe gerade mein Kabel entfernt, glaube ich. Nee, habe ich nicht. Gut. Nee, hast du nicht. Zitat. Rezension. Während die literarische Vorlage, ein 23-bändiges Werk, sich eher autobiografisch gibt und das gesamte Leben der drei Hauptakteure nachzuzeichnen versucht, konzentriert sich der Film auf die mehr turbulenten Phasen im Leben der Hauptperson. Sicher lässt sich diese filmische Umsetzung zum Teil den geistigen Tiefgang vermissen, den man in den Romanvorlagen noch finden kann. Jedoch hat der Zuschauer auch im Film keineswegs das Gefühl, von den dahinterliegenden Fragestellungen durch zu viel Action-Szenen ausgeschlossen zu werden. Ganz im Gegenteil. Immer wieder stellt man sich insgeheim die Frage, was soll das alles? Und vor allem, warum immer nur in eine Richtung? Ich glaube, dieser ganze Film ist einfach eine einzige Onomatopoesie, meinst du? Onomatopoesie, genau. Das ganze Buch ist eine einzige Onomatopoesie. Ja. Wumm, 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 wumm. Ja, gut, das... Kommen wir weiter zur Google-Wertungen der Sixtinischen Kapelle in der Vatikanstadt. Das ist alles auf jeden Fall sehr verquer, also verquer für ja, ja, okay, also wie gesagt, Sixtinische Kapelle, Vatikanstadt. Franzi cool, Leerzeichen, Ausrufezeichen, allein das regt mich schon auf. Local Guide, ein Stern, Kirche. Also ich möchte jetzt nicht sagen, aber ich bin auf Google Maps auch ein Local Guide. Ja, ich weiß aber trotzdem, ein Stern, Kirche. Hat einfach nur Kirche geschrieben. Hat einfach nur Kirche geschrieben. Kirche. Kirche. Also Kirche. Kirche. Ganz normal Kirche, aber Kirche. Ne? Kirche. Das ist ein Insider für alle, die bei uns im Geschi-Unterricht sind. Ja, ich bin nicht im Geschi-Unterricht, aber. Du kennst den Insider trotzdem. Ich kenne Insider trotzdem. Ja. Obwohl ich nicht mal im Insider ja, bin, aber. Trotzdem einfach ein Stern Kirche. 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 Kirche, genau. Warum? Das ist auch sehr wahr, bei den Sächsischen Kapellen in der Vatikanstadt, das ist eine Kirche. Warum? Alter. Oh, aber noch besser ist hier der User D0M, alles groß geschrieben, 1 Leerzeichen 1, 2 Leerzeichen 1, das ist genauso schlimm. Ein Stern für die Stage of Liberty, die Begründung No Liber Case. No Liber Case, genau. Liberty, Liber Case, No Liber Case. Ja. Aber, was? Hm? Wie kommt man auf sowas? Ich hab keine Ahnung, aber diesen Punkt möchte ich jetzt endlich mal nutzen, um tatsächlich mal eine Lanze zu brechen. Eine Lanze für all diejenigen, die es auch nie verstanden jetzt haben, kommt's. Warum Menschen Schuhlöffel benutzen. Oh, wirklich, Mann. Schuhlöffel. Verdammt nochmal, was ist das für eine dämliche Erfindung? Wer zum Teufel braucht Schuhlöffel? Zum einen sind die verdammt umständlich. Du musst sie erstmal noch aus dem Schrank rauskramen, musst sie erstmal finden, die sind scheiße klein. Da musst du versuchen, ich verstehe auch diese ganze Mechanik dahinter. Gehst du erst mit dem Schuhlöffel rein? Gehst du erst mit dem Fuß rein? Erst im Schuhlöffel, gehst du erst mit dem Fuß? Gehst du erst mit dem Schuh in die Hand oder was machst du da? Keine Ahnung. Dieses gesamte Konzept eines Schuhlöffels ist so irrsinnig. Wo wir gerade beim Thema Löffel sind, ist ja schon aufgefallen, dass eigentlich ein Löffel nur eine kleine Schüssel an einem Stiel ist, mit dem du aus einer größeren Schüssel essen kannst? Ja, die Gedanken habe ich auch schon gemacht. Ja, so, ja, verstehe ich nicht. Aber nee, wirklich ein Schuhlöffel ist es zum einen umständlich, zum anderen irrsinnig und wiederum zum anderen, ehrlich gesagt, ich habe auch gar keine Lust, mir Gedanken darüber zu machen. Ach komm, ich hole jetzt meinen schönen Schuhlöffel, mit dem ich jetzt in meinen Schuh reinkommen kann. Ich bin bis jetzt immer ohne Probleme in jeden Schuh reinkommen, ohne die Schaft zu zerstören. Also ich habe mir schon ein, zwei Mal die Haut an meinem Daumen abgerieben dabei, aber das war es mir wert. Eben. Also so spießig bin ich jetzt auch nicht, dass ich mir einen scheiß Schuhlöffel anschaffe. Vor allem, das kostet ja Geld, der Scheiß. Du bezahlst Geld, um deine Schuhe zu kommen. Was ist das für eine, dämliche Überlegung? Also, nee. Ja, aber du musst ja auch Zigaretten rauskritisieren. Ich meine, du zahlst Geld dafür, deine Gesundheit zu gefährden. Ja, das finde ich ja schon fast wieder löblich. Ja. Wir wissen ja auch, Kannibalismus ist die Lösung für alles. Gegen Welthunger, gegen Bevölkerung. Und genau, jeder weiß ja, Genozid ist klimaneutral, klimafreundlich sogar. Genau. Ja. So viel Klima, wie du da ausrottest. Oh Mann, ey. Klimaschädlichen ausrottest. Okay, Google-Rezension anyway. Von Markus Mühe. Ein Stern für den Kölner Dom in Köln. Unfreundliche Mitarbeiter plus Jesus war nicht da. Also ich hätte eher kritisiert, dass der seit 500 Jahren am Bauen ist, aber naja. Ja. Das ist eine Dauerbaustelle der Kölner Dom, ne? Willi, es gibt tatsächlich etwas, was mir die Augen geöffnet hat. Weil ich bin ja neuerdings ja sehr spirituell geworden. Ich orientiere mich ja jetzt auch sehr stark an Orakel. Und als ich das auf einmal gesehen habe, musste ich wirklich tief durchatmen. Und ich habe wirklich für mich erkannt, das ist die Wahrheit. Das ist die eine Wahrheit. Schau es auf das Christentum. Es gibt keine eine Wahrheit. Doch, Willi, das ist die eine Wahrheit. Denn das ist das, halte ich fest,
alle Religionen sind irrelevant, weil es nur diese eine Wahrheit gibt. Diese eine Wahrheit heißt das Chlorakel. Aber sind sie nicht vielleicht sogar irrelevant? Du hast gerade meinen Gag versaut. Tja. Jedenfalls, es gibt ein Buch namens Das Klo-Orakel. Das Klo-Orakel. Oh, Erkenntnis Scheiße. Aus der eigenen Scheiße ziehen. Was ist ein Wahrsagespiel. Hilfe Menschheit. Kostet 5 Euro und es ist wirklich ein Wahrsagebuch, woraus du anscheinend aus deinen Exkrementen deine Zukunft deuten kannst. Eigentlich wollte ich heute einen Atomkrieg starten. Mama sei da verboten. kennt man. Kennt man die aber Probleme. Die Rezension, die ist köstlich dazu. Ja, das sag mal her. Zitat. Die von Elotrans aber auch. Dazu kommen wir noch. Zitat. Ich bin wirklich nicht der Typ, der von Sternen deutet, Karten legen oder Hand auflegen viel hält. Ich würde mich wohl eher als streng rationalen Typ mit einem gesunden Hang zum Pessimismus beschreiben. Spricht vollkommen aus meiner Seele. Gesunder Hang zum Pessimismus. Klar, dass ich auch das Chlorakel erstmals für Hokuslokus hielt. Hokuslokus? Das ist immer besser. Aber seitdem ich meinen Haufen, jeden Morgen einen Haufen Fragen stelle, könnte mein Leben tatsächlich nicht beschissener sein. Mein Job zum Beispiel, seitdem völlig bekackt. Mein Liebesleben für den Arsch. Und finanziell habe ich auf ganzer Linie verschissen. Ich wünsche mir, Leute, an alle, die diesen Podcast hören, könnten die neue Religion, guten Google-Bewertungen, bitte tragt meine Vorstellung in die Welt hinaus. Unser Glaubensbuch wird das Chlorakel sein. Das Chlorakel und an dieser Google-Rezension mögen sich bitte alle Gläubige orientieren. Unser Weihwasser ist jedes Produkt, was auf Amazon und anderen Plattformen zu finden ist, immer wieder solche Bewertungen von diesen massenhaft guten Wortwitzen einzuschreiben. Bitte Leute, tragt die Nachricht, die frohe Botschaft hinaus in die Welt. Ja, ich habe eine neue Religion geschaffen. Aus Wasser wart Elotrans. Und wenn wir jetzt schon bei Elotrans sind, kann ich die Rezension, denke ich, auch mal vorlesen. Elotrans ist eine weitere... Es ist eine absolute Kuriosität, weil Elotrans eigentlich dafür gedacht ist, um, naja, den Wasserverlust des Körpers zu kompensieren und Durchfallerkrankungen eben auch zu heilen. Allerdings ist es auch sehr dienlich, wenn man... Flatterschiss. Hm? Flatterschiss. Zum da muss er husten, da muss er husten. Ja, nein, zum einen das. Zum anderen aber auch ist es sehr hilfreich, um einen Kater vorzubeugen, letztendlich nach einer. Anscheinend wohl. Also nachdem man sich so schön mit seinen Boys auf abartigste Weise das Blechdach verbogen hat. Und da kommen wir auch schon zur besten Rezension auf ganz Amazon. Elotrans. Zitat, das wohlgemerkt, der Kommentar kam von einem gewissen Tim. Kurze Randnotiz. Nein, ich doch nicht. Magisches Pulver. Dieser magische Feenstaub ist quasi der heilige Gral für den gefürchteten Horrorkater, welcher folgt, wenn man sich mal wieder mit den Boys auf abartigste Art und Weise das Blechdach verbogen hat. Ob man sich nun stumpf allein den Schädel flutet, im Rage Cage literweise schluckt, beim Nase-Dame-Spiel vor lauter in den Schlund kippen, 14 Mal einen Mund voll unter den Tisch gekotzt oder sich gutbürgerlich mit Jägermeister die Leber reißt, die Höllenqualen. Nee, Leberreis. Okay. Ne? Ja, okay. Die Höllenqual am nächsten Tag bleibt einem aufgrund dieses Gottesproduktes größtenteils erspart. Ein Pulver für all die abhängigen Seelen, die sich gnadenlos bis zur Blindheit die Rüstung wegrömern wollen, ohne mit den Konsequenzen des Giftes zu leben. Pure Empfehlung. Hat 4.414 Likes, beziehungsweise Personen fanden diese Information. Däumchen bekommen. Däumchen. Wie der Wolfgang sagen würde. Wie der Wolfgang sagen würde, der gute Däumchen. Genau. Ja. Ja, das war eine tolle Rezension, auf jeden Fall. Ja, ich habe auch noch eine Rezension, die ist nicht ganz so lang, hier von Floppy Cat zum Hollywood-Schild. Dieser Floppy Cat hat geschrieben, mit 5 Sternen, wäre besser in Comic Sans. Darunter hat jemand kommentiert, manche Leute wollen einfach die Welt brennen sehen. Oh ja. Also ich finde das... Weißt du, seit wann ich auch die Welt brennen sehen möchte? Seit gestern? Seit ich das hier gesehen habe. Endlich Ruhe. Was ist das? Was ist das? Die eine Entspannungs-CD, auf der nichts drauf ist. Preis 4,90 €. Was? Die Entspannungs-CD, auf der nichts drauf ist. Du bezahlst 4,90 € für nichts. Für eine leere CD-ROM. ROM auch noch. Wahrscheinlich ist es eine CD-ROM immer stark an. Die oder? Kannst du dir nicht an meinen CD-Player abspielen, ROM. Möglich, also ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist es einfach bloß eine dämliche CD-ROM. Ich meine, also die ist nicht bespielt. Also, das ist aber eine leere CD. Du bespielst doch nicht eine leere CD mit nichts. Also. Doch, mit der Macht, Tim. Mit der Macht, genau. Mit der Macht. Portable High Ground. Genau, der Portable High Ground. Portable High Ground. Ja. Ja.
hat der gute Obi-Wan Kenobi oder der Obi-Wan Kowski patentieren lassen. Obi-Wan Kowski. Ja, wir wissen ja hier, die Mandalorianer sind die besten Krieger, weil sie einen Portable High Ground haben. Mhm. Die Rezension dazu ist auch ganz kurios. Zitat: Nach mehreren konzentrierten Hördurchläufen musste ich anerkennen, dass an der Werbung der Künstler, Zitat, keine störende Musik, keine nervigen Texte, Zitat Ende, durchaus was dran ist. Zumindest habe ich schon Musik im Radio gehört, die mir deutlich unangenehmer aufgefallen ist. Man könnte sogar sagen, die hier dargebotene Stille verbindet Menschen jedweden Musikgeschmacks. Aristoteles am 28. Mai 2013. Aristoteles. Also wenn das Aristoteles sagt, dann muss das so sein. Ja, auf jeden Fall. So, kommen wir zum Brandenburger Tor. Ui, da wird's jetzt Harald spannend. Kranke hat geschrieben, vor einem Jahr, wie es hier gerade steht, ich weiß nicht, ob es so aktuell ist, ein Stern. Da steht ja gar nicht zusammengeschrieben in Brandenburg, Bindestrich Beschiss, Ausrufezeichen. Beschiss. Und Brandenburger kann man ja auch nicht kaufen. Brandenburger, wer kennt sie so nicht? Richtig üblen Dialekt vor. So. Wer kennt sie nicht, die da Brandenburger? Da steht ja gar nicht in Brandenburg Beschiss, das Brandenburger Tor kann man da gar nicht kaufen. Nee, ja. Und Brandenburger kann man ja auch nicht kaufen. Vor allem die Brandenburger kann man hier nicht kaufen. Ne? Nicht die Berliner, und die Brandenburger kann man hier auch nicht kaufen. Oder so, ja. Ja, gut, das Unicorn-Meet, das kennen ja auch schon viele, ne? Das steht ja gar nicht in Brandenburg. Das steht ja gar nicht in Brandenburg. Das ist auch Preisen da. Das ist doch Beschiss. Das ist doch Preisen. Und die Brandenburger kann man ja auch nicht kaufen. Die Berliner. Genau. Ja, ja, das Unicorn-Meet, das kennt man, eine Dose mit saftigem Einhornfleisch. Ja, normal. Aber oder nicht zu verzehr geeignet, ne? Ja, genau. Ja. Und wer dabei an Böses denkt, so Einhornblut trinken auch für ewiges Leben und solche Dinge, wird hier ganz sicher nicht auf seine Kosten kommen. Ganz profan, aus biologisch nachhaltigem Anbau von freilaufenden Einhörnern stammt dieses vorzüglich schmeckende Fleisch. Wir sind Vegetarier, von daher hat uns das nicht zu interessieren. Ja, ich habe noch eine gute Bewertung für den Mount Everest. Mhm. Heller Wahnsinn. Sagt ja schon mal viel aus. 4 Sterne für den Mount Everest. Gestern netten Ausflug mit dem Kindergarten zum Gipfel unternommen. Das ist so dick. Oben keinerlei Restaurants. Oben angeführt ist negativ anzumerken. Wir haben dann auf dem etwas windigen Gipfel gepicknickt. Nächste Woche planen wir ein wenig mehr Zeit für die Rollfahrer ein und folgen mit der Seniorengruppe aus dem Altersheim. Sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Sehr schön. Kommen wir zum Pentagon. Zum Pentagon, ui. Ich lese direkt die Übersetzung vor, ist eine Twitter-Anmerkung. Mhm. Der Tourguide war nicht hilfreich. Er wollte mir einfach nicht die nuklearen Abschusscodes geben. Da kann ich wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Doch. Frechheit. Oh. Dann frage ich einfach Obama nochmal. Wie soll ich mich denn bitte sonst gegen Putin verteidigen? Hm. Ich meine ja nur. Also ein berechtigter Gedanke auf jeden Fall. Berechtigter Gedanke, ja. Fürwahr. Ja. Gut, das war es dann auch schon mit meinen. Ja, ich bin aber auch durch tatsächlich. Also es gibt bestimmt noch jede Menge andere dämliche Gegenstände. Und wenn ihr noch irgendwelche dämlichen Gegenstände kennt, dann teilt uns das einfach mit. Per Instagram zum Beispiel. Per Instagram, vielleicht per WhatsApp, per YouTube, in die Kommentarsektion. Und vielleicht machen wir noch eine zweite Folge, wo wir dann weitere Dinge anführen, die ihr uns sagt auf jeden Fall erstmal Bescheid, ob euch die Folge gefallen hat. Weil von meinem Gefühl war es jetzt, glaube ich, nicht ganz so aufregend. Das lag auch wahrscheinlich schon daran, dass wir einfach die Dinge alle schon mal gelesen haben, das wahrscheinlich nicht mehr ganz so lustig fanden wie am Anfang. Ach doch, ich fand, es war aber trotzdem amüsant auf jeden Fall. War schon gut, ja. Ja, gut, auf jeden Fall. Ja. Wenn du das sagst, dann muss es das stimmen. Bist du immer noch Immanuel Kant, also die Wiedergeburt. Die Reinkarnation. Du bist die Reinkarnation von Immanuel Kant. Ich fürchte und ich hoffe, dass ich dahingehend für alle spreche, dass, und ich möchte jetzt nicht umschweifen, allerdings wir uns dessen bewusst werden sollten, dass, und das meine ich sehr wohl, wir uns noch mehr bewusst werden müssen. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass wir das nur auf diese eine Perspektive beziehen sollten, jedoch man auch die andere Perspektive mit einbeziehen sollte. Wir grundsätzlich aber den Schaden verloren haben und ich dementsprechend jetzt wieder zurück zum Ursprungssatz komme. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Vielen Dank. Seht doch, da, wie ich sagte, das ist einfach Immanuel Kant in 2.0. Also ohne Witz. Ich meine, in unserer Philosophiearbeit hat er beinahe Abzug bekommen, weil er so verschachtelte Sätze schreibt. Die aber in sich kohärent waren. Und diese Arbeit war sogar über einen Text von Immanuel Kant. Das ist der Witz daran. Die Ironie des Ganzen ist, als wir dann tatsächlich Kant thematisiert haben, im Zuge des moralischen Relativismus, ja, war es tatsächlich ganz amüsant zu hören, dass einige tatsächlich gar keine Schwierigkeiten mit dem Text hatten, weil sie meine Texte bereits gewohnt waren. Ja, ich dementsprechend, zum Beispiel. Dementsprechend dann eine bessere Vorbereitung auch schon. Das ist schön auch zu beobachten, dass, wenn man etwas gewähltere und auch eloquenteren Sprachstil verfolgt und auch vertritt. Wenn du das als hypotaktisch bezeichnest, dann ja.
Nein, dass man grundsätzlich auch anderen dadurch so eine etwas kompetentere Sprechweise auch attestiert und diese dann auch besser damit umgehen können, was ich auch gerade bei euch beobachte, gerade bei so meinem Freundeskreis, dass sich unfassbar viele Begriffe und Termini etabliert haben, die normalerweise nur in meinem Sprachgebrauch waren, aber in denen meiner Freundin nicht und inzwischen vollkommen etabliert sind. Ich meine, wer sagt redundant? Jeder sagt, das ist unnötig und nicht redundant. Ja, also zum Beispiel, und jeder uns sagt halt redundant. Mir ist auch aufgefallen, ich war ja, habe ich glaube ich mal erzählt, an Silvesterfolge. Ja, klar, also, haben wir die. War ja vorhin eine andere Freundesgruppe und seitdem hat sich einfach mein kompletter Wortschatz einfach irgendwie geändert, keine Ahnung warum. Ja, das ist doch im Positiven auf jeden Fall. Positiven, ja. Ich meine, man kann sich inzwischen so gewählt ausdrücken, dass ein Großteil der Deutschen dich nicht mal versteht. Das ist total toll. Du sprichst besser Deutsch als die Deutschen. Du sprichst über Deutsch. Du sprichst über Deutsch. Okay, das könnte mir falsch aufgefasst werden, wegen Arisch und so, weißt du, so über Rasse. Nein. Okay, nein. Gut. Nee, wir doch nicht. Also, ihr wisst doch, alle Hautfarben sind alle gleich gut, außer grün, weil ich rede mit dir. Du Reptiloid, du, der gerade zuhört, der eine. Wie heißt er? Ich rede mit dir, Franklin. Franklin? Kennst du nicht die Schildkröte, Franklin? Franklin? Franklin, diese Schildkröte, diese aus dieser Kindersendung. Franklin, google mal. Ich denke da jetzt gerade eher so an die Gummibärenbande oder. Ich weiß, deine Suchmaschine des Vertrauens an. Und Google, Yahoo, Franklin, Ecosian mal nach Franklin. Franklin, die Schildkröte. Ja. Oh, der Film. Gibt es sogar einen Film? Ja. Wie kommst du jetzt? Ich hab. Okay. Ja, wie kommst du jetzt darauf? Du hast es erdrassen und ich habe heute Morgen. Nee, was heute Morgen? Ich glaube, gestern habe ich ein Reel auf Instagram gesehen, da hat einer so eine Tabelle gemacht mit halt den amerikanischen Noten, also von A bis F. Er hat gesagt, okay, ja, heute teile ich mal die Hautfarben in Noten ein, wie gut sie sind. Hat alle, also ne, alle in eine, alle bei A reingetan. Und hat gesagt, alle sind gleich gut. Hat er noch ein grünes Ding irgendwo hergeholt, hat auf F gepackt gesagt, I'm talking to you, Franklin. Ja, okay, Franklin, doch, kenne ich, klar. Also die von 97 ist die, genau. Das war jetzt wieder so typisch nach dem Motto, das ist witzig, weil, aber. Das ist witzig, weil, genau. Das ist auf dem Niveau. Aber es gibt einen ganz guten Twitter-Account, das ist witzig, weil, welcher versucht, Tweets zu erklären. Und die Ironie des Ganzen ist, ich bin ja nicht sehr aktiv auf Twitter. Ich kenne aber auch einen sehr guten Instagram-Account, nennt sich Wotto Podcast. Ja, der ist auch super. Ja. Abonniert ihn. Ja. Jedenfalls, um nochmal kurz zu, das ist witzig, weit zu kommen. Ich bin ja nicht ganz so aktiv auf Twitter, allerdings aktiver als auf Instagram. Zugegebenerweise, ich bin dann grundsätzlich nicht so aktiv jetzt in den ganzen sozialen Medien. Zumindest so im Bereich Detoxing versuche ich mich ja aktuell etwas zu üben, weniger auch auf diesen sozialen Plattformen zu sein. Primär eben Twitter. Und aktuell bin ich nicht mehr so stark auf Twitter. Aber es war immer ganz hilfreich. Heute war ich insgesamt 21 Minuten am Handy. Ja, ich. Bestimmt auch nicht viel länger. Und wir haben jetzt gerade halb sieben, ja. Halb sieben, ja. Ja, aber um kurz nochmal darauf zurückzukommen, war es halt immer ganz hilfreich, weil der einem halt auch Sachverhalte erklärt hat, warum jetzt gerade der oder der geschitstormt oder der gerade gecancelcultured wird. Das ist schon hilfreich auf jeden Fall. Also es hat auch einen pädagogischen Mehrwert zu erklären, warum Dinge witzig sind. Portable High Ground. Portable High Ground, genau. Denk mal drüber nach, lieber Obi-Wan Kowski Kenobi. Ja, genau. Ja. Okay, Willi. Ja. Dann packen wir's? Packen wir's, ja. Packen wir's, gut. Nochmal Stößchen, gell? Ja, Stößchen. Stößchen. Ja, dann gehen wir jetzt einfach. Genau, da gehen wir und wünschen euch noch einen schönen Abend. Ja. Machen Sie noch Tschüss sagen. Ciao! Ciao! Dämlich.